Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Monty und ich spiele halt mal wieder For Honor. Ich glaube, For Honor war in der Beta bei mir sehr gut angesehen. Dann habe ich es mir gleich nach Release gekauft und dann hat es mir irgendwann nicht mehr so gut gefallen. Vielleicht lag es auch daran, dass manche Freunde aufgehört haben, dieses Spiel zu spielen. Aber etwas sinnlos wurde es dann, wo ich gemerkt habe, dass manche Charaktere, wie zum Beispiel Centurio, heillos OP sind gegen meinen Spielstil und habe dann einfach mal die Freude und den Spaß verloren. Gebt dem Spiel heute aber nochmal eine neue Chance. Warum, fragt man sich. Ein Freund von mir hat sich das in den letzten Tagen nochmal angeschaut und hat dann gesagt, ja, den Centurio, der wurde etwas gedebufft, der kann ich nicht mehr so heillos niederringen und der dann direkt mit seinem Hieb die Hälfte deines Lebens oder noch mehr abziehen. Ja. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile ein Skill-Level gibt, weil ich würde mich jetzt wahrscheinlich nicht so hoch einstellen von meinem Skill her. Ich habe die ganze Zeit eigentlich den Warden gespielt, weil mir seine schnelle Eingriffstaktik immer gut gefallen hat. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich hier nur noch mit Prestige 30 Gegnern oder was auch immer das nochmal war. Ich kann mich nicht recht entsinnen, aber das sehen wir wahrscheinlich gleich. In ein Spiel reinkommen und dann gnadenlos rasiert werde. Ich werde wahrscheinlich auch ein paar Folgen davon mitnehmen. Oder produzieren, Strich-Strich fertigen, Strich-Strich einfach ein bisschen spielen. Um einfach mal zu gucken, wie das Spiel mittlerweile ist. Ich weiß, ich war hier noch ganz gut und dann muss ich eben die gegnerische Verteidigung durchbrechen. Und ich kann mich daran erinnern, wenn drei Leute einen auseinandernehmen, dann geht das ganz schnell. Ja. Das wird sich jetzt eben ein bisschen hinziehen, bis ich da vielleicht mal wieder ein bisschen drin bin. Mir fällt gerade ein, es gibt auch noch diesen Trainingsmodus. Also. Oh, mit Schiff kann man noch schnell rennen. Das hat auch Vorteile. Zone A verloren. Kämpfen wir hier doch gleich mal weiter für die Ehre. Zone C eingenommen. Ach Gott, verdammt. Das lief gerade nicht. Jetzt revived er hier noch seinen Kollegen oder was? Wie böse. Da komme ich doch lieber nochmal neu, Jungs. Ja, sieht so aus, als ob das gerade gekappt wird. Zone A verloren. Zone C eingenommen.
Zone C eingenommen. Holen wir uns hier mal etwas Auflevel-Punkte wieder. Gerade haben wir die KI frisch gemacht. Ich glaube, dazu einen Kommentar abzugeben. Naja. Zone A verloren. Zone C verloren. Müssen hier die Bots abfarmen. Ich weiß, dass so viel wiederbeleben kann man nur, wenn derjenige nicht hingerichtet wurde. Zone C eingenommen. Vielleicht sollte man auch in den String-Modus gehen. Zone A eingenommen. Zone C verloren. Ich muss weg. Ich brauche Healing, meine Freunde. Vielleicht hier kein Heal. Ach komm. Oh ne, da gehe ich jetzt nicht hin. Ich könnte gegen die KI sterben. Obwohl, ich habe ja dadurch, dass ich KI dann töte, also hier... Ja, bin ich Insta-Hit. Supergeil. Also die Gegner sind besser wie wir, sage ich jetzt einfach mal. Zone C eingenommen. Lecko Fakko. Der Berserker geht aber ja mal ab. Puh, leck mich am Arsch. Leck mich austricksen lassen. Dein Team bricht ein. Warum konnte ich den gerade nicht? Hätte ich da halten müssen oder was? Dass ich da die Hinrichtung bekomme oder was? Dein Team hat sich erholt. Yeah.
Zone C verloren. Lecko, Fakko nehmen die mich gerade auseinander. Zone C eingenommen. Keine Chance, ich war im Rache-Modus. Ja, Lecko, Fakko, Mio. Von drei Leuten gesandwiched ist halt richtig asozial. Zone C verloren. Jawohl. Final Bossfight auf C. Zone C. Da sind wir am Arsch. Hallo. Wir haben einfach viel mehr Heldenkills als wir. Oh nein, ich bin vielleicht hier Rom 1, aber ich spiele nicht so. Vielleicht Rom 1, aber das zählt nicht viel. Machen wir hier doch gleich nochmal ein Match hinten dran. Machen wir zwei Matches hintereinander, sonst wird das vielleicht ein bisschen, naja, zu wenig. Kriegerfürst. Kriegen wir diesmal vielleicht auch einen vierten Spieler dazu? Da haben wir einen Warden-Bot. Obwohl das ja nicht aussagt, was er dann ist. Der mit dem Roman dürfte gut sein, der hat sich ja mir den Season Pass gekauft. Und er hat sich nur diesen Helden gekauft, das könnte auch sein. In die Schlacht, meine Freunde! Und hoch zu A! Zone A eingenommen, Zone C verloren! Okay, da kommt niemand.
So schnell kann man nicht hin und her ziehen. 2400 DPI. Seit wann mit 2300 DPI hat. Also immer schön sandwichen. Das war ja auch schon früher. So macht man Heldenkill, so steigt man in der Ehre auf und so gewinnt man dann das Spiel. Genau wie es hier gerade läuft. Ja, Sandwich ist hier die goldene Regel. Zone C eingenommen. Die feindliche Linie bricht zusammen. Ach, verdammt. Da hat's für Rache gerade leider nicht mehr gereicht. Sonst hätte ich den einen China-Typen locker noch rasieren können. Mein Charakter ist ja eher auf Zurückschlagen und Betäuben spezialisiert, nur für schnelle Schläge von links und rechts. Aber das muss ich alles noch trainieren. Bin ich überhaupt nicht mehr drin. Ich renne da mal weg, weil hier zu sterben, das bringt meinem Team dann auch nichts. Ein bisschen huschen wieder mal. Ja, wieder drei Leute hier unterwegs. Leck mich am Arsch. Exekutionsstrafe bei drei Leuten.
erinnert mich aber immer dieses Schlachten hier. Bitte entschuldigt mir den Ausdruck. Erinnert mich immer ein bisschen an LOL irgendwie. Ich bin kein aktiver LOL-Spieler oder an so typische Sachen wie LOL. Also zwei Teams starten auf zwei Seiten, nur verschiedene Wege, die du gehen kannst. Oh, fucking hell. Jetzt hat er mich. Jetzt sind wir im Vorteil. Danke, dass du geholfen hast. Habt ihr das gehört, Team? Wir haben ein hier etwas Heroisches gemacht. Komm her, mir! Also, jetzt habe ich meinen Gesundheitsboost, wenn ich ihn brauche. Sieg! Jawohl! Jawohl, wunderbar. Ein Sieg und eine Niederlage, da kann man doch zufrieden sein am Rundenende. Und vor allem ist es jetzt auch das Folgenende. Ich schaue die nächsten Folgen auch nochmal ein bisschen in vorne rein, probiere vielleicht ein paar andere Charaktere durch. Und gebt dem Spiel allgemein eine neue Chance. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bitte lasst mir einen Kommentar, vielleicht ein Like oder ein Dislike. Beim Dislike würde ich mich über einen Kommentar freuen, was euch denn nicht gefallen hat. Damit verabschiede ich mich. Ich war der Monty, das hier war For Honor und ich sag auf Wiedersehen.